Mit Verstärkung des Sponsors, dem Raiffeisen-Club Mostviertel, wurde der Crystal Club zu Halloween im Rothschild-Schloss in Waidhofen abgehalten. Musik vom DJ, maskierte junge Leute und lässige Stimmung machten dieses Event aus. Als Veranstalter hat sich seit Jahren die Crew von Passion und Style Events einen Namen gemacht. Die Firma Passion & Style Events gibt es jetzt seit 10 Jahren. Wir haben uns, oder damals war ich noch alleinig, bevor der Basti dazugekommen ist, der ist jetzt seit 2 Jahren aktiv auch in der Geschäftsführung dabei, das heißt, uns gehört die Firma ja mittlerweile gemeinsam. Ich habe mir überlegt, damals hätte ich gern einfach Partys in der Umgebung, die so keiner veranstaltet, also irgendwie Off-Location, sprich, so wie es heute sieht, eine Party in einem alten Schloss oder auf einer Skipiste oder in einem Tunnel etc. Also einfach Partys da, wo sich vielleicht der andere nicht so schnell drüber traut. Das war so mein Ansatz und das ziehen wir bis heute durch. Also ich glaube, es passt einfach die Location, einzigartiges Schloss, spricht einfach dafür, dass man da Halloween Party machen muss. In Waidhofen gibt es jetzt so eine große Halloween Party eigentlich nicht. Also ich würde mal sagen, Mostviertel sind eigentlich die größte Halloween Party oder die bekannteste Halloween Party. Wir sind immer ausverkauft die letzten Jahre, schon seit ich mich erinnern kann, seit ich dabei bin, ist Halloween, der Crystal Club immer ausverkauft gewesen. Ich glaube, mehr braucht man eigentlich nicht dazu sagen. Die Leute fühlen sich wohl, die Stimmung passt, die Atmosphäre passt, einfach eine coole Geschichte. Dazu werden immer Musikacts eingeladen, die gerade in sind. Und was gibt es da Besseres als angesagte DJs? Crystal Club's Gary Castle ist immer ein Muss für jeden. Es ist immer Wahnsinn da. Bumm, voll die Hitten, geile Verkleidungen, einfach herrlich. Ja, also mir taugt der Crystal Club immer und ich bin eigentlich jedes Jahr dort. Eine gute Stimmung, alle sind gut drauf. Die Location passt perfekt mit dem Schloss und sie geben sich immer recht viel Mühe mit der Dekoration. Der Aufwand für so ein großes Clubbing erfordert die Zusammenarbeit mit finanzkräftigen Partnern. Ja, wir sind jetzt seit Jahren oder seit den 10 Jahren, seit wir das machen, sehr, sehr eng mit der Raiffeisenbank verbandelt, sind auch unglaublich froh, dass wir jetzt gerade vor einer Woche den neuen Vertrag für 2020 aufsetzen haben können. Das heißt, ja, wie du sagst, ohne große Partner, Raiffeisen, Red Bull, Heineken etc. sind solche Events einfach absolut nicht mehr möglich. Also bei uns tut es jetzt im Winter in Waidhofen noch so richtig viel. Neben den Crystal Clubs kommen noch ein paar coole Veranstaltungen in der Jahrsbar. Wir haben da einmal Zuckerwart gebucht, sehr bekannte Techno-DJs. Dann ist noch eine coole Hip-Hop-Veranstaltung mit DJ G-Dux, einer der bekanntesten Hip-Hop-DJs in Österreich. Hammerwerk betreuen wir seit einer Nächte, seit einem Jahr circa. Da sind noch richtig coole Acts gebucht, so wie die Melissa Naschenweng. Ich glaube, die kennt jeder in Österreich. Supportet die Helene Fischer, genauso wie die Easy Glück, Ballermannstar. Also, ich glaube, ihr könnt euch nur auf einige coole Events bis zu den Weihnachtsferien freuen oder bis zum neuen Jahr. Und es wird euch sicher nicht fad werden in der Umgebung. Der Halloween Club war wieder super. Das Erfolgsrezept, Musik, Platz zum Tanzen und ausreichend Drinks. Da gehen wir fix wieder hin.